Hey und herzlich willkommen zurück zu Minecraft das Mittelalter. Sag mal, ich sehe mich durchs Bett, ne? Das macht der Shader gerade. Ich sehe meine Verzauberung durchs Bett. Auch schön. Das ist schräg. Ach ja, toll. Ich mache ihm da keinen Vorwurf draus. Es ist ja auch was so für umsonst und kostenlos und sonst wie entwickelt wird. Wo ich einen Vorwurf draus mache, ist, dass wir immer noch kein. Jetzt bitte. Dass wir immer noch keine anderen Kisten haben mit anderem Holz. Das hätte ich gern. Hey, Mojang! Mojang! Mojang, bitte! Könnten Sie mal mein Mondfeld. So, das hier muss auch noch alles weg, ne? Ja, hast gedacht, du wärst safe. Ja. Nix da. So einfach geht's nicht. So. Oh. Bett nehme ich mit. Da oben war ich gerade am Graben, ne? Bevor ich kurz eine schnelle Pause gemacht habe. So. Naja, ich war, glaube ich, beim Wikipedia-Thema. In der letzten Folge. Also, wie gesagt, Wikipedia, super. Aber nicht alles unreflektiert, vor allem wenn es wichtig ist, als gesetzte Wahrheit nehmen. Dafür sind die Manipulationsmöglichkeiten einfach da. Das muss man bewusst sich machen und dann ist gut. Da ist die Wiki super. Ihr könnt ja auch selbst Wiki-Autoren werden, ne? Ich habe auch schon Wiki-Beiträge verfasst, tatsächlich, in der Vergangenheit. Ich weiß gar nicht so genau, was das alles war. Das ist also schon ein paar Jahre her. Ich habe später wieder aufgehört damit. Auf alle Fälle was über Cumrail Direkteinspritze Diesel. Naja, so ist das halt. Man versucht ja auch, ich bin ja so ein Erklärbär. Das ist halt einfach so. Das ist auch ein Schicksal, dem ich mich nicht mehr versuche zu entziehen. Weil es einfach keinen Sinn macht. Wenn man ein Erklärbär ist, ist man halt ein Erklärbär, da muss man mit Leben lernen. Ja, selbst dann, wenn Bushwick Tarantella spielt. Selbst dann. Hast du da auch irgendwie mal so einen Kaffee in Paris im Kopf, wenn dieses Lied hier spielt? Ich total. Ist das überhaupt ein Lied? Oder ist das nur ein Musikstück? Das singt ja keiner, ist ja kein Lied. Also wird es wohl kein Lied sein. Ich habe meine Frage selbst beantwortet. Supi, Kumpel. Supi. Ach ja. Boah, Stardew Valley wollte ich auch nochmal weiterspielen. Das hat mir so Spaß gemacht und dann habe ich aufgehört, weil viele andere Sachen dazwischen kamen, ich keine Zeit mehr hatte. Und es ist so lange her, dass ich mit meinem Spielstand überhaupt nicht mehr weiß, was der Sache ist. Da habe ich angefangen, ein bisschen bei Kronk zu gucken. Und abgesehen, dass ich total scheiße war mit meinem ersten Spielstand. Und dann, ja, bist du so raus, ne? Und dabei hat mir es echt Spaß gemacht. Echt? Echt Spaß gemacht. Hört sich gerade gut an. Echt? Mit echt. Stardew Valley ist schön. Ich finde es süß. Das ist ja ein sogenannter Life-Simulator. Finde ich ja auch total knuffig. Ein Lebenssimulator. Ist das Minecraft eigentlich auch ein Life-Simulator? Ich weiß nicht, ob ich das als Life-Simulator hier bezeichnen würde. Ich lasse jetzt mal hier den Mond da. Ah, jetzt habe ich hier den Busch wieder. So. Wenn wir hier die Biege machen, dann muss ich noch ein bisschen weg, weil da ja wieder was draufkommt. Also machen wir lieber ein bisschen drunter weg, weil wir müssen eh wieder Erde draufpacken. Das steht ja schon fest. Also in der Art ist es wahrscheinlich sinnvoll. Das noch ein bisschen. Oh. Der Eisenverbrauch ist wieder hoch heute. Ich nehme noch mal zwei Schaufeln, bitte. Hier, zwei Schaufeln für Sie. Ich würde sie sofort essen, sind nicht sehr heiß. Und dann haben wir hier noch. Eine Spitze, ne, zwei Spitzeln.
Zwei Spitzel. Das ist die NSA. Naja, Samen hatte ich auch noch. Gut. So. Also ich würde auch gerade mal kurz hier lang gehen. Hier muss man ein bisschen aufpassen, da ist irgendwo eine Höhle drunter. Sagte ich ja schon. Da will ja keiner reinfallen. So. Das würden sich Gärtner wünschen. Man haut die Erde unten drunter weg und alles Unkraut ist nicht mehr da. Und man hat einen super wurzelfreien Erdblock. Ach, es kommt ja bald Wurzelerde in Minecraft. Also im Snapshot ist sie ja schon da. Das finde ich auch ein bisschen ein merkwürdiges Konstrukt. Ich bin gespannt, worauf das hinausläuft mit dieser Wurzelerde und was die bringt. Ich weiß es im Moment nicht so genau. Die Snapshots sind im Moment noch sehr zusammengelabüstert. Da ist noch wenig zusammenhängend und Gameplay-mäßig so richtig zu durchblicken. Auch diesen Crimstone, den ich ja jetzt als Schiefer ausgeführt hatte im TP, habe ich noch nicht so ganz verstanden, was der macht, wofür der gut ist. Crimstone ist nach meinem Wissen, glaube ich, auch irgendwie ein Spiel oder sowas oder eine Bücherreihe. Aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Wort, was es wirklich gibt. Das ist, Crim ist ja eher so wie Crim Tales oder Crimdawn. Ist ja eher so eine böse Zeit, ne? Also, sowas irgendwie so tendenziell böses, grimmiges. Aber was das jetzt genau mit Stein zu tun hat und warum der grimmig ist, keine Ahnung. Ist auch nicht eine ganz richtige Übersetzung, das weiß ich auch. Ich verstehe das Wort, ich habe nie das deutsche Wort dafür, aber ich verstehe es halt schon irgendwie, aber es ist nicht die offizielle Übersetzung. Also, aber Crimstone ist halt irgendwie so, ja, warum ist denn der so, wie er ist? Und vor allem, er sieht halt, das tut mir leid, das sagen zu müssen, er ist halt echt Blackstone-ähnlich. Auch in der Default-Ausführung ist er halt sehr Blackstone-ähnlich. Und ich habe ja jetzt im TP tatsächlich aufgrund der Nutzbarkeit den Blackstone heller gemacht. Und jetzt kommt der Crimstone und hat damit im TP noch mehr irgendwie Blackstone-Farbe. Weil der Vanilla kann sich mit der Kindchen-Grafik halt teilweise andere Kontraste erlauben, auch zwischen Blöcken, als das ein TP mit 64-Bit sich erlauben kann. Dadurch kann Mojang in seinen Vanilla-TP richtig dunkle Blöcke reinhauen. Die vertragen sich hier im Texture-Pack aber nicht mit anderen Blöcken. Ne? Also ist ein bisschen schwierig manchmal. Da was dann ändert man es. Ich meine, der ist ja zweimal überarbeitet worden, bis er so hell war. Also ich sag mal, ist ein hellschwarz jetzt, Blackstone. Und zweimal überarbeitet worden auf dem. Und dann kommt Crimstone und ist in der Farbgebung letztendlich von Vanilla, wie bei uns der Blackstone jetzt ist. Blöd. Ich kann es nicht anders sagen, ist irgendwie ein bisschen blöd. Macht mich nur so bedingt froh. Ah ja, gut, was willst du machen? Es ist, wie es ist. Dann ist es halt so. Also, macht mir jetzt auch nicht so viel aus. Grundsätzlich, dunkle Steine sind ja auch eigentlich gut verwendbar. Es ist halt, ja. Man kann sich natürlich überlegen, ob man sich für den Blackstone was Neues einfallen lässt, den Schwarzstein. Mit dem ich... Den habe ich sehr stark an Vanilla angelehnt, weil ich dachte, das wäre mal eine gute Idee. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob das wirklich so eine gute Idee war. Weiß ich nicht. Das ist wirklich eine gute Frage. Ach, Sebastian Frey. Den mag ich ja so gern. Der hat auch auf, glaube ich, Overclocked Remix veröffentlicht. Ja, steht auch da oben. Ist manchmal ganz gut, wenn man mal selbst auf OBS guckt, dann kann man es nämlich ablesen. Der Sebastian Frey. Ich finde den großartig. Mit seiner Musik, die er da macht. Hier den Bogen machen. Ich sagte ja, es wird kleiner als im Original. Dann muss aber noch Platz für Graben bleiben. Ach, Graben müssen wir noch graben. Manchmal habe ich wieder alles aufgefüllt. Doppelt Arbeit gemacht in meinem... Ja gut, ich will die Landschaft halt auch einfach nicht zerstören. Das muss ich einfach sagen. Ich versuche das hier schon durchaus auf eine Art und Weise durchzuführen, dass keine Landschaftszerstörung entsteht. Also vor allem, wenn man dann mal wieder pausiert, weil man andere Dinge machen möchte, weil ihr schon mich alle so sehr hasst.
Gut, das tut ihr sowieso, das weiß ich, aber von der Sache her, dass ihr mich nicht, dass ihr vielleicht mich noch ein bisschen, dass ihr manchmal nicht immer direkt würgen müsst, wenn ihr wieder irgendwie eine Info in die, weiß ich nicht, Infobox, keine Ahnung, ich bin, hab ja kein YouTuber auf dem Handy oder so und ich krieg sehr schlecht mit, wenn abonnierte YouTuber Videos veröffentlicht haben. Nur durch selbst hingehen, weil alles andere funktioniert bei mir echt nicht. Was wiederum ganz gut funktioniert bei mir, wenn ich da was wirklich gucke. Wobei ich gucke meistens eh später, ne? Ich bin ja so ein später Gucker. Nachdem Gronkh jetzt Cyberpunk 2077 pausiert. Aber ich würde gerne auch noch viel mehr Leute gucken als nur Gronkh, aber mir fehlt leider die Zeit. Ich würde so gerne Lance Quinn Bird Rider mehr gucken, aber mir fehlt die Zeit. Mir fehlt die Zeit. Bei dem habe ich ja. Ah, das ist so gut bei Landy. Das müsst ihr euch ansehen. Dafür erlaube ich euch auch, Minecraft ausfallen zu lassen. Oh, ist ja. Rennst du jetzt auch mal? Ob ich jetzt noch schlafen sollte hier draußen? Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Es ist so dunkel. Aber ich habe ein Schild. Keiner sieht mich. Ich bin hinterm Schild. Guck. Sieht noch ganz gut aus. Brennt irgendwo was? Das ist eine Kuh, die brennt nicht. Das ist zu begrüßen. Brennende Kühe sind doof. Aber was super ist, ist das. Fallout Las Vegas, New Vegas LP von ihm. Super, super. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Großartig. Sehr empfehlenswert, vor allem für alle Fallout-Fans, die vielleicht auch für Fallout-Fans, die es eben nicht gespielt haben, vielleicht Fallout-Fans ab Fallout 4 oder so. New Vegas ist echt gut und beim Landy ist es echt schön zu sehen. Es gibt ja Leute, die überhaupt nicht mal selber spielen, ist das Allerbeste, was man machen kann. Das trifft in meinem Fall nicht immer so zu. Also ich bin für viele Spiele, die sehr groß sind, letztendlich so ungeduldig, um die privat durchzuziehen. Ich habe auch tatsächlich, bei Divinity bin ich auch Let's Play-seitig echt an meine Grenzen geraten. Habe ich ja nie gedacht, aber das hat mich am Ende, glaube ich, noch genervt, mit dem nie zum Ende kommen. Das ist was anderes, als wenn du so ein Endlos-Spiel hast. Ne? Da kannst du ja selbst irgendwann entscheiden, ich höre jetzt auf. Aber bei den Spielen, die so groß sind, die storymäßig so groß sind, da hast du halt diesen selbstbestimmten Ausstiegspunkt nicht in dem Sinne, weil wenn du aufhörst, dann hast du es halt auch nicht zu Ende gespielt. Und bei Minecraft zum Beispiel ist es ja letztendlich egal, zu Ende. Man kann es zu Ende spielen, indem man zu Ende geht. Aber ich hatte da, das muss ich auch einfach sagen, bisher noch einfach gar keinen Bedarf zu. Und ich finde das Leben schon immer schwer genug. Da würde ich es mir nicht noch schwerer machen, indem ich mir ein Spiel um jeden Preis erschwere. Und dann bin ich ja doch eher, die ist für mich unbemerkt kaputt gegangen. Oder ich habe sie weggeworfen aus Versehen. Das kann auch passieren. Hat man ja gesehen, was passiert, wenn ich dem Creeper meinen Bogen zum Fraß vorwerfe. War schön, war klug. Gut, die Zuschauerzahlen tun hier ja wahrscheinlich aufgrund meines Gemotzes und Genöles auch über Kommentare und Forderungen und so, die ich doch immer wieder vom Stapel lasse, langsam sinken, weil keiner sich mehr das fertig gemacht werden anhören kann, wobei die meisten ja gar nicht persönlich betroffen sind. Und die betroffen sind, dem dürfen sie mir bitte nicht übel nehmen, aber man muss manche Sachen auch einfach mal ansprechen. Das ist nicht unbedingt. Und außerdem kommt noch dazu, natürlich, klar, es hat einen Bezug zum Thema an direkten. Und das macht es natürlich auch auf gewisse Art und Weise geeignet. Ich kann ja nicht alles hier so privat und so erzählen. Ne? Das geht halt auch einfach nicht. Und bevor ich euch Lügengeschichte erzähle, ich erzähle euch halt auch gern echte Sachen, ne? Weil ich eben Lügen auch ausschmücken und so, ich bin ja kein Fan von. Ne, das habe ich mir mit so Mitte 20, also schon viele Jahre her, habe ich das so für mich entschieden und dass ich nicht mehr lüge oder nicht mehr ausschmücke, so gut es irgendwie geht im Leben, weil ich das wichtig finde, so für eigene Integrität. Außerdem kann ich mir Lügengeschichten eh nicht merken, dann gebe ich durcheinander, dann will ich eben was anderes erzählen, das wäre ziemlich blöd. Also sage ich halt die Wahrheit und manchmal ist das sehr unkomfortabel für mich und manchmal im Regelfalle nicht. Im Regelfall ist es gut.
Das muss man ganz klar sagen. Lügen bringt einem in der Regel immer viel weniger als die Wahrheit. Aber dadurch, dass ich eben manche Sachen nicht erzählen kann, weil manche Sachen, ja, salopp gesagt, den Zuschauer nichts angehen, dich nichts angehen. So leid, das muss ich einfach sagen. Es ist halt, wie es ist. Ne? Es ist nicht böse gemeint, aber es gibt halt auch privates Zeug. So ist es einfach. Manche Dinge sind halt einfach privat, die erzählt man nicht auf YouTube. Also, manche Leute erzählen sie schon auf YouTube, aber ich bin da vielleicht ein bisschen alt. Darf nicht vergessen, ich bin ja schon 41. Und da erzähle ich manche Sachen nicht auf YouTube, und bevor ich euch da irgendwas anderes erzähle, was nicht stimmt, erzähle ich euch heute halt so themenbezogenen Stuff, der dann manchmal halt auch eine Kopfwäsche sein kann, wo man einfach mal, sag ich mal, Grenzen aufzeigen muss oder so und sagt, hier, guck mal, so geht's nicht, das ist im Moment noch sehr gerade, das würde ich später gerne noch nachterraformieren hier, wenn ich einen besseren Überblick habe über die Mauer. Wir sind hier aber im restlichen Teil zumindest etwas flacher. Vielleicht könnten wir hier tatsächlich ein bisschen noch hochgehen, dass wir hier maximal eine Schicht wegnehmen ab hier. Diese Schicht vielleicht noch wegnehmen und dann diesen Terrainverlauf akzeptieren. 2 Meter, würde ich sagen, kann man auch als Römer akzeptieren, damit wir hier auch irgendwann zum Ende kommen, oder? Was meint ihr? Ich denke, das macht schon Sinn. Ich mache das hier mal gerade noch gerade. Kommt noch ein bisschen Stein dann auch aus hier. Gehen wir erstmal bis hier hin. So. Dann können wir unsere Biege fahren. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Also, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Es wäre so gut, wenn mir hier mal jemand helfen würde bei. Tatsächlich. Ich habe echt nachgefragt. Ja. Ich verstehe es ja. Ne? Also, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich nehme es echt keinem übel, aber es ist dennoch manchmal auch enttäuschend. Weil man halt auch einfach gern mal zusammen einfach wieder. Weißt du, es geht ja nicht nur darum, dass ich jemanden habe, der mit mir hier rumgräbt, sondern auch einfach mal schnacken. Stories erzählen, Themen, ne? Mit dem Professor Lüttich zum Beispiel, immer geil. Der will ja immer vorher ein Thema haben und dann geht's los und ich liebe das. Und ich höre ihn so selten. Das macht mich immer ein bisschen traurig. Wie gesagt, also es ist, ich kann da keinen Vorwurf machen. Ich bin ja selbst oft genug in der Situation, dass ich nicht kann. Und ich nehme ja teilweise zu Unzeiten auf, damit es hier weitergeht. Damit hier nie was ausfällt, weil es einfach nur so geht. Aber also Umzeiten ist meistens morgens gewesen bis dato. In Zukunft wird es dann wohl eher wieder abends sein. Wenn ich dann wieder ganz normal berufstätig bin, muss ich gucken. Also kann dann auch tatsächlich im Einzelfall mal, ich kann es im Moment nicht überblicken, im Einzelfall kann es, nee, Ausfälle sage ich jetzt mal nicht, das kriege ich wohl bewerkstelligt, aber es kann sein, das muss ich jetzt mal schauen, wie die erste Zeit läuft, dass ich runtertakten muss wieder auf 3 Folgen und die 20 Minuten pro Folge dann ein bisschen rigider einhalten muss zum Beispiel. Das kann passieren. Also ich glaube, Komplettausfall kann ich vermeiden, organisatorisch immer. Im Notfall, ne, geht es immer irgendwie am Wochenende so, dass man aufnimmt. Also 1 Stunde pro Woche plus 1 Stunde Bearbeitung und ja, doch, das kann man schon sagen, 1 Stunde Bearbeitung für 1 Stunde. Vielleicht ein bisschen mehr tatsächlich Bearbeitung. Doch, ja, eher ein bisschen mehr, also 1,5 Stunden, also 1 Stunde Minecraft Let's Play sind so 2,5 Stunden Zeiteinsatz. Ich beeile mich auch mit dem TP so sehr, mit der Überarbeitung, damit das fertig ist, wenn bei mir sich die Normalität wieder endlich einstellt, nach der langen Erkrankung und so weiter. Und wenn dann die Normalität wieder da ist, dann ist das LP, das TP komplett überarbeitet, fertig. Und ich muss es dann nur noch auf die neuen Versionen bringen. Ne? Und ich habe ja schon gesagt, die alten Versionen, die werden nicht überarbeitet mehr. Da wird kein Support mehr, so wie angekündigt, auch gemacht, auch wenn ich das überlegt hatte. Aber es ist letztendlich dann doch nicht leistbar, glaube ich. Nicht zielführend. Auch wenn die 1.12er und die 1.8er, die ja für 1.7 geht, die sind durchaus nachgefragt.
Aber diese elendigen Umländerei ist halt auch echt elendig. Elendige Umländereien sind halt elendig, das weiß man. Also das Gute ist, wenn ich nur eine Schicht wegmache, kann das auch im Boden bleiben. Ich meine, oder ist das Obsidian zu kostbar? Ich weiß es nicht. Dann brauche ich noch eine Dia-Hacke. Das ist sogar eine Dia-Hacke. Oder? Ja, ist eine Dia-Hacke. Die Super-Alt-Hacke. Aber die verschleiße ich mir damit so. Naja. Also gucken, ob da. Die hat schon Effizienz X drauf. Ach, guck mal. Wer bist du denn? Das ist eine Effizienz 5. Und da bist du immer noch so lange zum Gange. Oh, Schüssi. Da ist jetzt auch noch Lava drunter. Das birgt natürlich auch Risiken, wenn du irgendwas drauf baust, aus Holz oder so, dass es dir aus der vergessenen Lava heraus abbrennt, wenn das noch im Radius ist, oder? Weiß ich jetzt gar nicht, wie schlimm das ist. Ach ja, da ist auch noch drunter. So. Das kann auch noch weg, da hatte ich schon gesetzt. Der hier geht uns wahrscheinlich flöten. Nö, ja, der hat Glück gehabt. Warte mal, erst da rein. Dann da rein und dann da rein. Dann können die beiden hier weg. Da ist wirklich überall noch Lava drunter. Ich hätte es ja nicht gedacht. Oha, das Abendessen. Der Wunsch nach Abendessen hat mich angejammert. Müssen wir gucken gleich, ne? Dass wir da mal zum Ende kommen. Oh ja. Ich gehe jetzt mal rein. Das machen wir später weiter. Ich gehe jetzt mal rein erstmal. Ich muss den Katern Abendessen geben. Und ja. Ich würde mir da irgendwo ein Bettchen hinstellen. Warum nicht mal hier? Was ist mir zu eng hier? Dann lieber hier. Hier ist nicht so eng. Hier ist zwar voll, aber nicht eng. Hier ist noch relativ geräumig. Und ich muss dann auch wieder aufräumen. Aber wie gesagt, Katzen müssen gefüttert werden. Ich sage danke fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.